Hallo. Guten Abend. Moin Buddy, moin Nitschi. Ich hab mit etwas Verzögerung angefangen, aber ja, naja. Wie geht's euch? Hallo. Wie geht's euch? Was macht ihr so? Kopfweh geplagt und ihr und immer noch? Oder schon wieder? Oder beides? Nee, gute Besserung. Ja. Bin. Weiß nicht. Ja, immer noch, mir setzt das Wetter zu. Und ich hab mich beim Geschirrspülen am Pizzaschneider geschnitten. Oho. Mach doch sowas nicht. Dein Wetter zurück. Okay. Ich weiß gar nicht, dass sowas möglich ist. Hä? Pizzaschneider sind super scharf. Also sollten zumindest sehr, sehr scharfkantig sein. Die sollen ja schneiden. Von daher. Das Wetter könnte sich ja nur mal für warm oder kalt entscheiden. Ja, morgens bzw. nachts kalt und mittags warm. Ich hab woher auch immer einen Kratzer. Weiß gar nicht, woher das kommen könnte, Buddy. Miau. Nachts ist es kälter als draußen. Vollkommen richtig. Ich schalte mal im Hintergrund auf Minecraft um. So, und der werte Herr Minecraftet heute etwa? Ja, ein bisschen. Das da oben bitte ignorieren, das ist provisorische Verdrahtung. Für die Lampen, die auch schon wieder beide aus sind. Einfach Block zu bauen. Ich tue mich damit ja immer mal etwas schwer. Das ist der Heiligenschein. Jawoll. Ach ja. Bisschen statisch, aber naja. Ich habe jetzt neue Paneele, die seit gestern, vorgestern da sind. Muss halt nur neue neue Löcher bohren, dafür brauche ich eine Bohrmaschine und dafür muss ich erst auf Samstag warten, weil dann kriege ich wieder, also dann kann ich wieder eine nutzen und kann ich neue Paneele an die Decke schrauben in der Hoffnung, dass die halten. Und wenn nicht, darf die Bundesnetzagentur hier mal nach Funkstörungen suchen. Also nicht, also Funk und alles andere. So, ihr wisst ja, aus was der Heiligenstein Schein besteht. Aus Scheinheiligkeit. Aus Metril, infused mit dem Licht von diesem Baum, laut Ringe der Macht. Okay. Hier sind die vielen dummen Gedanken, die sich ganz schnell im Kreis drehen. Ja, gut. Ich wünschte, ich hätte wenigstens mal die Ideen. Oh, ich sehe gerade, mein Hammer ist kaputt. Also. Warum sollte ich mich wohl mal kümmern? Und ich bin der heiligste Mensch vor. Ja.
Glaube ich dir sofort, Buddy. Soll ich jetzt noch... Ach ja, ich hatte noch verschiedene Blautöne im Inventar. Ich brauche nur mal eben Kobalt, um meine Spitzhacke zu reparieren. Das Problem ist, hier ist nichts dran. Kobaltblock. Ah. Erkläre mal das Kobalt. Schmeiß es hier rein. Ja, und schon ist es leer. Aber... Gehen wir noch mehr davon. Nein, ich muss es erst zerkleinern. Weil je kleinschrittiger du das machst, umso genauer kann es abgestimmt werden. Und dann verbrauchst du nicht mehr, als notwendig ist für die Reparatur der Werkzeuge. Apropos, ich glaube, ich brauche wieder Minium für die Rüstung. Wobei, die ist im Moment auf voller Haltbarkeit. Ach, weil ich da Reparatur drauf habe. Nur die Gravagers braucht wieder Strom. Sagt er, als die Sonne untergeht. Was ist der Magnet? Der Magnet ist für solche Geschichten hier. Moment. Nee. Ah, na toll. Schwupp. Bin jetzt nicht unbedingt nah dran, aber schwupp. Damit werden alle Items, die um dich herumschwirren, zu dir geportet, dass du die aufnehmen kannst. Hey, Ordi. Ah, bei dir schon. Der Magnet wird nie müde. Der Magnet schläft nie. Der Magnet ist schon vor dem Chef im Geschäft. Deswegen kriege ich auch ab und zu mal solche Eier ins Inventar, weil die einfach vom Magneten irgendwo von Hühnern angezogen werden. Aber mich freut es, dass im Stream-Chat im Bild ich schneller war mit dem Heiligenschein. Also. Manium. Ja, genau das. Doch, dann wollen wir mal kurz das Gate anwerfen. Warte kurz, ich habe hier schon Kobalt. Was wollte ich holen? Hier brauche ich doch gar nicht mehr. Ich habe ja meinen Strom. Ich wollte Strom holen. Ich wollte den Jetpack aufladen. Lass mich auf meinen... Viele Dutzende Bitten, ich mir in OneNote mittlerweile aufgemacht habe für die ganzen Stream-Geschichten. Bahnhof K47J6W3. Jonas Amazonas Gate. Ne? Brauche auch so ein Magneten. Ich habe auch öfter Eier im Inventar. Sorry, muss das sein. So, ach, Strom. Strom. Ja, Strom. Ich wollte Strom holen. Ich könnte alternativ auch eigentlich mal mit dem Zug hierher fahren, dass ich den Zug dann benutzen kann, weil bis das Ding sich hier mal durch, durchgedreht hat. Also wir haben hier zwar super viel Energievorrat drin, aber die wird nicht gut übersetzt. Hier drin ist eigentlich keine Energie. Und hätten wir hier Energie drin, dann würde es deutlich schneller gehen. Und wenn wir das Atlantis Gate hätten. Ja, knapp zu früh. Ich glaube, ich sollte den Bot mal generell leiser abspeichern, ne? Der ist ja oft so laut. Mal um 3 irgendwas leiser gemacht. Okay, bin wach. Sehr schön. Glaube ich. Oh, Strom gibt es da hinten.
wo ich hier gerade an dem Tischchen vorbeiläuf. Ich weiß, ich wollte mal oder wollte mich eigentlich auch nur darum kümmern, dass man die Züge irgendwie automatisiert. Aber ich habe einfach im Moment keine Kapazitäten dafür, mich damit zu beschäftigen. Und so richtig Ideen kommen mir auch nicht. Einfacher wäre es wohl, das irgendwie zu programmieren, aber ich habe auch absolut keine Ahnung, wie man das dann programmiert und wie man das dann da reinkriegt und alles, es macht irgendwie alles doof. Das ist so ein ganz eigenes Kapitel, wie man sowas umsetzen könnte. Also von solchen Logikbausteinen und so weiter, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber das Problem ist, es ist halt natürlich sehr begrenzt, wenn du sehr, sehr viele Möglichkeiten hast. Weil für jede Möglichkeit musst du ein eigenes Schaltteil bauen, sozusagen. Eine eigene Schaltung bauen. Und das steigt dann natürlich sehr schnell an. So, jetzt muss das Geld ja mal in diese Richtung schließen und in die andere Richtung wieder aufmachen. Dafür brauche ich dann wieder meinen OneNote. Und zwar nach 497C ZYD 2G. Ist gerade nur bei mir rucklig. Das Spiel ist insgesamt rucklig hier. 7 bis 9 FPS? Was ist denn da schief gegangen? The body. The body. Warte mal kurz. Was ist, wenn ich das so mache? Es ändert sich genau gar nichts. Also an der Grafik liegt es nicht. Warum ist das Spiel so extrem langsam? Uff. Der Ton knackt auch teilweise von der Musik. Rechner? Ja, seit du durchs Portal bist. Hm. Zeit für eine neue CPU. Ryzen 9 7950X3D. Hier habe ich wieder 50 FPS. Gut, dass der Bahnhof laggy ist, ist klar, aber dass der 40 FPS Einbuße hat da drüben, das ist schon heftig. Ich habe leider keine Ahnung, woran das liegt beim Bahnhof. Weil ich habe ja schon explizit da nicht keine Sachen gebaut, die irgendwie super ressourcenhungrig wären. Also die Custom NPCs sind längst raus, der Flansmod ist raus, More Creatures ist raus. Und würde es an den also an der Grafik liegen, dann hätte ich hier genau denselben FPS-Probleme. Stattdessen sehen wir ein wunderschön vor sich her waberndes Wasser, was natürlich in der Aufnahme noch einen Ticken besser aussieht als bei euch, weil 60 FPS Aufnahmegeschwindigkeit haben wir ja schon. Einen schönen Flan. Vielleicht liegt es an der Fabrik. Ich habe da nur die Ölraffinerie und die... Könnte eher noch an den Schienen liegen. Wir haben halt am Bahnhof wirklich sehr, sehr viel an Schienen liegen. Die Buildcraft-Sachen sind eigentlich relativ performant für deren Verhältnisse, sag ich mal, für so Modding-Verhältnisse. Bei Buildcraft gibt es seit Ewigkeiten, das ist an und für sich gut durchoptimiert. Ach, ich weiß nicht. Naja, hier geht's ja wieder. Die Musik gerade ist anno für sich und gut. Anno für sich gut durchoptimiert. Und seit 2 Minuten. Oh, die Felder sind ja allmählich alle gewachsen. Dann kann ich die mal wieder abernten und noch weiter höher ziehen. Ich hätte die gerne wirklich bis zum
bis zum Rand nach oben. Dazwischen ist nämlich einmal ein kleiner Fluss und bis dahin würde ich gerne diese die Felder ziehen. Mit so ein paar Büschchen drin. Ist es tatsächlich andere Musik? Nein, rum. So, sag dich, seit 2 Minuten. Aber, naja. Subnautica. So, und hier haben wir wieder das super schön leuchtende Gras und leuchtende Bäume und so. Da fehlt ein Kies. Da ist noch eine Antenne. Die sollte doch eigentlich automatisch abgehen, wenn... Ach, deswegen habe ich die beim einen Mal vermisst, da beim letzten Mal. Die ist nicht abgebaut worden automatisch. Wenn der Text unten in der Ecke nicht lügt. Nö, nö. Subnautica ist in der Tat gerade aktiv. Dann kann ich hier auch das da dran packen. Strom ist ja da. Auch hier. Was ist eigentlich über deinem Kopf im Stream für ein Strich? Der Heiligenschein. Nein, das haben die... haben Buddy und Nichi vorhin gesagt. Nein, das ist, Siebenstein! Eine ganz provisorische Verkabelung über der Leiter, damit ich da mal gucken kann, ob die, Paneele irgendwie wieder am Leben sein werden, wenn sie 48 Stunden aus waren. Fazit ist, nein. Die da sind an. Die da nicht. Oha, da steht eine Leiter. Das muss ein Sketch sein. Nee, nee. Doof. Ja, ich hab schon... Jetzt wiederhole ich mich, aber... Ich hab schon neue Paneele hier liegen. Die muss ich nur halt erst montieren. Und damit ich die montieren kann, brauche ich erst eine Bohrmaschine. Und die kriege ich am Samstag. Und dann baue ich die Paneele, die da jetzt gerade noch dranhängen, zum dritten Mal ab. Und hänge da neue Paneele von einem anderen Hersteller dran. Hoffe, dass die heile bleiben. Wenn nicht, darf die Bundesnetzagentur hier mal eine Funkstörungssuche machen. Und schauen, ob da irgendwelche Interferenzen ausgerechnet an diesen beiden Punkten anliegt. Oder ob die Paneele einfach nur doof sind. Und im Idealfall laufen danach einfach alle Paneele und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Das ist Neubau. Jeps. Und eigentlich auch Stahlbeton. Von daher sollte hier an Funkstörungen nicht allzu viel... Dann Generalfusch. Nee, eigentlich nicht. Also die... Woher soll es denn kommen? Alle Leitungen ersetzen. Nee. Die anderen Paneele funktionieren. Also, ich habe ja hier drüber auch 2 Paneele. Die funktionieren ohne Probleme. Sagen wir mal nur mit 90 Probleme. Aber selbst wenn. Also. Ja, sag das nicht so laut. Ja, ja. Wenn doch, dann gebe ich alle Brillantpaneele zurück und hole mir Brilona. Frag bitte nicht, die beiden klingen super ähnlich, aber es sind 2 unterschiedliche Hersteller, die mit 2 unterschiedlichen Techniken arbeiten. Und die Brilona haben 5 Jahre Garantie. Die Brillant, keine Ahnung. So, kümmern wir uns mal wieder so ein bisschen nebenbei hier rum. Die Namen klingen relativ, als würde ich es nicht mit nicht kaufen. Mir nicht kaufen. Naja, es gibt halt keine wirklichen anderen. Es gab halt noch vor einiger Zeit von IKEA Paneele, also LED-Paneele. Die sind aber keine Ahnung warum aus dem Sortiment. Also die kriegt man einfach nicht mehr. Irgendwie, also es sind beides deutsche Hersteller. Ansonsten keine Ahnung, wonach man sonst suchen sollte.
So, haben wir aber nicht gewettet, dass sie hinter Wasser ist. Oh, jetzt muss ich wieder so einen Schwammstab holen. Kommt hier eigentlich Licht durch? Hier, IKEA-LED-Paneele sind aus dem Sortiment. Wir kriegen hier schon seit Ewigkeiten keine mehr. Also auch meine Eltern und mein Bruder, die wollten eigentlich noch mehr von den Dingern haben. Aber es gibt sie hier einfach nicht mehr zu holen. Ich nehme einen Bilderrahmen oder ähnliches mit diffusem Plexiglas dazu und RGB-Stripe. Do-it-yourself-Buddy-Panel. Ja, und wie kann ich die dann dimmen? Oder... Ja, ich weiß, man könnte sich super viel zurechtbauen, aber ich bin ehrlich, das macht es auch nicht besser. Bis ich das zusammengebastelt habe, vor allem, wann soll ich das machen? Sag mal, was ist hier eigentlich jetzt los? Warum muss ich da die Blöcke doppelt und dreimal abbauen? Bastelstream. Ich könnte den Raum hierfür deutlich mehr nutzen. Ich könnte mein Schlagzeug mal aufbauen und Schlagzeug im Stream spielen oder... Mit VR habe ich ja sowieso noch was vor, aber da muss ich halt auch erstmal Skyrim zum Laufen kriegen. Die Möglichkeiten sind ja da, ich habe nur einfach nicht die Zeit dafür. LED-Paneele für über die Arbeitsfläche? Es gibt LED-Paneele für über der Arbeitsfläche? Das hier ist meine Arbeitsfläche. Da oben sind Paneele. Die sogar leuchten. Oder wie, wo, was? Da ist ein weißer Pixel da unten. Da. Woher kommt dieser weiße Pixel? Weg ist er. Der Strip hat eine Fernbedienung, ein für jedes Panel, aber ja, die Regelung in der Zeitaufwand ist dann größer als dein Aufwand ursprünglich. Ja, eigentlich soll man die ja nur anbauen und dann läuft's, aber... Natürlich, letzten Endes, wenn es nicht funktioniert, dann würde ich mir mit einer Bastellösung immer noch Zeit ersparen. Aber dafür ist es jetzt halt auch wieder zu spät. Wüsste man vorher, wie viel der tatsächliche Zeitaufwand ist, würde man sich vermutlich anders entscheiden. Aber dazu musst du halt auch erstmal kommen. Komm, in der Zeit, in der ich kein Internet hätte gehabt, hatte, hätte ich ja so ein Panel ohne Probleme bauen können. Aber... Material muss ja auch erstmal irgendwie herbekommen. Ich habe kein Auto. Das heißt, letzten Endes wäre sowieso der Zeitaufwand für den Materialtransport da gewesen. Und ob das dann alles so einwandfrei klappt. Steckdosen an die Decke und Alpaka-Nachtlichter als Beleuchtung. Nitschi, wenn du mir sagst, was aus deinem Alpaka werden soll, dann kann man gerne mal gucken, ob man hier was einrichtet. Weil ich ja auch so viel Zeit dafür habe, aber prinzipiell kann man sich ja die Überlegung mal machen. Mensch, was ist hier los, dass ich alles doppelt und dreifach abbauen muss? Irgendwas ist hier heute wieder. Hat sich zum 106. Mal. Solange es süß ist, darf es leben. Oder einen Schnitzel. Was? Eure Nachrichten in der Reihenfolge sind irgendwie schwierig. Nimm. Erste Arbeitsbeleuchtung. LED Opalweiß. Die sind eigentlich für die Küche. Neue Spender. Oder einen Schnitzel.
Der Server tut Server-Dinge. Offenbar ja. Also ich, ja. Normalerweise tut er es eigentlich auch nicht. Sind Opale nicht blau? Passt schon Waffen-Buddy, glaube ich, auch auf das Alpaka, was daraus werden soll, bezogen. Schnitzel. Alpaka-Schnitzel. Ich bin da komplett raus, gerade aus dem Thema. Entschmeckt. Habe ich schon erwähnt, dass ich im Privaten so mittlerweile sehr viel vegan mache? Dann erzähle ich eigentlich selten, weil es eigentlich auch überhaupt nicht relevant ist, aber nun. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich sollte das vielleicht mal anschneiden. Das Problem ist, bei so vielen Allergien, die ich habe, ist es manchmal furchtbar, irgendwie zu finden, was ich überhaupt noch essen kann. Oder trinken. Ich habe es jetzt offenbar auch noch mit Koffein, dass ich kein Koffein mehr vertrage. Ich kann keinen Fritz Cola, kein Kaffee, kein Energy. Ich kann nichts mehr trinken, ohne anderthalb Stunden später mit Druck zum Pott zu müssen. Auch kein Schwarztee. Habe ich noch nicht ausprobiert. Du bist eine Kaserne. Ich muss pumpen oder was? Das ist aber ganz schwierig. Ja. Oh, auf Age of Empires hätte ich auch mal wieder Lust. Wollen wir mal eben eine Runde Age of Empires spielen? Sollte noch installiert sein. Ich habe Age of Empires 4 installiert, also das ist überhaupt kein Thema. Minecraft im Hintergrund laufen. Also zumindest im Hauptmenü, nicht am aktiven Spielen. Bock hätte ich schon, aber irgendwas sagt mir, dass es keine gute Idee wäre. Inwiefern, also. Und warum? Wenn ihr gerade Zeit und Lust habt. Wir kommen ja sonst relativ selten dazu. Nein, nicht. Jagdtun. Ich habe keinen Inventarplatz mehr. Danke, Buddy. Gut, warte, bis das Wasser abgelaufen ist. Wenn man bedenkt, dass unsere Grim Dawn-Runde ja auch schon wieder verloren gegangen ist an die Samstagsrunde. Lass laufen. Ich habe gerade nichts mehr zu trinken hier. Also, Tropfen. Es ist halt wirklich schlimm. Geh, Leute, kabom. Nein. Nein, nein, nein. Ich will die Ebene beibehalten. Weil ich hier auch schmaler werden möchte mit der Schlucht. Samstag spielt dann zu 95% Ninja mir. Ja, das ist ja auch okay. Sie darf, also, ne, sie ist ja auch gerne willkommen hier. Eine gern gesehene Gästin. Immerhin hat es auch schon für die Lanzer hier gespielt. Was ich immer noch super cool fand.
War nicht zu Ende, aber hey. Softmoin? Was ist denn Softmoin? Hab erst Ninstabil gehört, was? Okay. Ich dachte jetzt mal nicht, welche Rammstein-Assoziation das geweckt hat. Das Ding irgendwie, ich weiß auch nicht. Patti, was hörst du da? Ja doch, hier kann ich so und dann... Das meinte ich jetzt eigentlich nicht. Habe ich erwähnt, dass ich ein volles Inventar habe? Das macht übrigens auch der Magnet. Nein! Jetzt hör auf, da immer unten irgendwas wegzugraben. Ne, ich war vom Kopf her bei Samstagsrunden sind instabil in der Planung und dann liest du das mit Nin. Ich lese, was du schreibst, Buddy. Oh, wo ist Ninchi jetzt eigentlich hin? Ninchi ist weg. Nein, du liest das von Rodi. Auch. Ich bin doch da. So. Wie werde ich den ganzen Kram los? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ne, so weit reicht's nicht. Hab ich hier eine Truhe für Marmor? Edge of Eternity, Finalmusik. Mal ganz kurz sortieren. Hier ist auch anderer Gravier drin. Das behalte ich. Das schmeiße ich hier rein. Auch. Wer ist hier am Rumschlurf? Instatt mir. Instabil. Ninstabil. Oh Gott. Ach je. Du bist überladen und kannst nicht rennen. Ich glaube, wenn sie so eine Mechanik in Minecraft einbauen würden, da wäre sofort eine Modder, die das wieder aushebelt. Oh, du hast einen Kubikmeter Stein bei dir. Ja, du bist überladen, du kannst nicht laufen. Haben wir alles? Ich denke schon. Dann mache ich mich mal eben damit auf den Weg. Habe ich hier noch was davon mit kann? Wenn ich aus diesem Marble-Cobblestone wenigstens irgendwas machen könnte. Ich habe hier schon extra die Mauer gebaut. Ist mein Lager, was ich hier eingerichtet habe, um Material unterzubringen. Wird halt auch immer voll. So, aber Erze kann ich hier schon mal einschmelzen. Ey, du Knecht, Heckhaus. Der Sankalorum ist auf dem Server. Das ist ja mal ganz was Neues. Wo habe ich hier denn Erze reingeschmissen? Ah, hier. Danke. Danke, 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 danke. Oh. Alle kommen sie wieder. Ja. Yeah. Einmal zu Buddy. Fliegen, einmal zu Buddy.
Steige fliegen ein und gewinne eine Reise. Buddy hat das Fliegen schon gestartet. Ah, lass uns mal mitfliegen hier. Buddy springt freudestrahlend umher und verirrt sich in ein Lavabecken. Ach ja. Was? Oh nein! Nein! Oh, da ist die Flotte los, während Ordi noch getippert hat. Danke, 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 danke. Buddy schießt einfach jeden in den Rücken. Ach ja, gut. Ich habe nochmal Kohle, die ich wegbringen kann. Ein Stück nehme ich mit. Und packe ich mal hier rein. Mein Inventar ist auch überhaupt nicht überladen oder so, ne? Kommt dieses GDO, ne? Das brauche ich eigentlich auch nicht, weil das genau genommen nur eine Iris-Kontrolle ist und keine Target-Adressen speichert. Dafür bräuchte man ein portables PDA und das habe ich nicht. Hinter dir. Boah, Buddy sagt, gib Fliegen ein und lässt mich dann zurück. Wenn er vor mir fliegt, schlimmer als Guild Wars. Mit Buddy fliegen ist grundsätzlich ein Fehler. Hey. Das höre ich sonst nur vom Spinnen. Achso, oh Gott. Deswegen will der nicht, dass ich. Was? Deswegen will der als nicht hinter mir sein. Also bei Age of Empires wäre ich immer noch dabei. Auch wenn Sanka gerade auf den Server gejoint ist. Die Erde muss immer weg. Alles muss raus. Oh, ich wusste es. Da kamen gerade keine Items raus. Was? Nutmeg Groceries? Was? Danke, hallo. Na, wie geht's dir? Hallo. Was? King of Queens. Boah, weiß ich nicht mehr. Zu lang her. Sanka, 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 Sanka. Jawoll. Nee. Ja, meinen Hammer wieder. Danke. Queens of Kings. Ja. Sanka, kannst du pennen? Ja. Okay. Ach Mensch. Ja,
du das hier mal weghauen, ne? Nein! Da hatte ich gerade so einen guten Lauf. Weißt du, so Terraform geht immer super angenehm. Man haut sehr schnell sehr viele große Flächen weg und kriegt dabei einen Haufen Zeug. Aber das Ganze wieder zu bebauen, das dauert dann ewig, wie man an der Mauer gesehen hat oder an Bahnhof oder an den Gebäuden um den Bahnhof oder an der Messehalle. Ach Mensch. Alle gehen schlafen, alle schlafen ein und außer Buddy wacht keiner wieder auf. Wach silent auf. Nee. Wie den Mac mit Apples. Mit Apples Mikron, was? Ich bin genauso useless beim Gaming. Was? Warum verstehe ich manchmal eure Konversationen nicht? Silikon ist Silikon. Ja. Ich lasse es einfach bleiben. Nein! Okay, hier gibt es auch nicht mehr zu viel zu holen. Silikon ist Silizium. Das hat mich schon immer so äußerst verwirrt. Das englische Silizium ist Silikon. Bei Max weiß man eh nicht so genau, was sie sind. Also teure Deko ja, aber sonst. Hm. Meistens funktionierende Hardware. Aber wie weit muss ich eigentlich noch runtergraben, bis ich an dem Wassergraben ankomme? Entertainment Schnitten. Deep Rock würde ich eigentlich auch gerne mal wieder spielen. Aber die Zeit. Die rennt. Ich bin ja schon froh, letztes Wochenende mal ein bisschen zu Satisfactory gekommen zu sein. Was sich auch ausgezahlt hat. Wir sind gut vorangekommen zuletzt. Selbst sogar bei mir in der Wüstenfabrik ist einiges vorangekommen. Wobei sie für den Mobile-Bereich sehr schick sind, was Machine Learning angeht. Aber nicht in allen Belangen. Mhm. Ja, gut, was Machine Learning alias KI angeht. Das wird nochmal eine ganz eigene spannende Geschichte. Jetzt wird die Einführung von ChatGPT gehandelt wie die Einführung von ersten iPhone als Smartphone. Tiefengestein Bassrock. Deep Rock Galaktik? Das haut noch nicht so ganz hin. Aber apropos Bassrock, Metal Hellsinger habe ich auch nicht zu Ende spielen können, weil davor das, dieses Microsoft-Probe-Abo abgelaufen ist. Aber das war auch ein klasse Spiel, hätte ich gerne auch noch länger gespielt. Es ist halt auch bockschwer, das Spiel, ne? Und das sage ich, als jemand bei Spielen, also sag so, andere sagen,
Das ist super schwer. Ixion banished. Was hat man noch? Achso, die so ein paar Titel, ich weiß gar nicht mehr. Also, weiß nicht, was ihr habt. Dann spiele ich mal Metal Hellsinger und ui. Das war mal eine Herausforderung. Und so tief muss ich noch? Ich hätte gedacht, wir sind schon fast beim Wasser, weil das hier von der Map her so deutlich sichtbarer wurde. Solange es Strategie ist, stimmt das für dich ja auch. Aber das war ja eher Shooter. Ich habe Unreal Tournament genau genug gespielt, als dass ich auch mit Shootern klarkomme. Oder mit Fantasy-Shootern. Aber nee, auch im Sinne von... Also sagen wir mal so, wir hatten früher mal die Angewohnheit innerhalb unserer Familie, dass wir zu Weihnachten uns alle mal in Unreal Tournament Multiplayer treffen. Ich meine, gut, die Schlucht ist gut gelegen, sie ist genau auf der Spur, die ich halten wollte, aber so tief wollte ich an dieser Stelle jetzt auch wieder nicht. Also man kann es mir auch nicht recht machen. Ja. Diese Tradition wurde dann, glaube ich, meinetwegen aufgegeben. Da wird der Magie ge... Was? Da wird der Magie gepumpt. Das machen die meisten aber ohne Unreal Tournament. Ja, wir hatten halt zu Weihnachten, als der Unreal Tournament lief, auf jedem Laptop so ungefähr. Und dann wurde halt probiert. Muss man mal viel Spiele spielen, ist man nicht automatisch gut. Das ist richtig, man kann zumindest Vergleichswerte einholen und zumindest eine grundlegende Idee haben, wie Shooter funktionieren. Und das Shooter, also Shooter an sich, ist bei dem Metal Hellsinger auch überhaupt kein Problem. Aber den Rhythmus beizubehalten, um den Schadensmultiplikator zu kriegen, der ist schwierig. Ich spiele halt einen Shooter ganz anders, als man es für einen Rhythmus-Shooter machen müsste. Wir hatten dabei übrigens mal meinen Puls gemessen, weil wir, also einfach nur mal so aus Neugier. Und dann habe ich halt am Nil mit 160 Hertz gespielt. Es war interessant. Mein Name ist The Buddy, kommt von Shootern, CS:GO, weil ich als gestorben bin. Mit wie viel 160? Ich bin der beste Beweis. Ja gut, man soll ja nicht von sich auf andere spielen, weißt du? Nein, ich habe keine Ahnung. In Unreal war ich halt immer recht gut, aber ich wollte immer Kriegsführung spielen. Wenn man da halt noch ein bisschen mehr mit Fahrzeugen macht und... Ja, mir haben halt die Fahrzeuge voll Spaß gemacht in Unreal. Das war halt was, was es in normalen, dahergelaufenen Shootern eben meistens nicht gibt. Und vor allem nicht in so einem Fantasy-Setting. Und in Unreal konntest du so ohne Probleme zwischen Shooter und... dem Kriegsführungsmodus wechseln. Und das war... hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leider war ich so ziemlich der Einzige, der Lust darauf hatte. Was ich immer sehr schade fand. Ich würde gerne mal den Kriegsführungsmodus in Unreal mit anderen spielen. Ach, das wollte ich eigentlich genau nicht. Ja, aber das passt jetzt. Mit meinem Monitor kann ich nur bis 144 spielen. Nachher auch einen Puls von 160. Irgendwann bei CSS nur noch Fun-Mode wie Jail oder Zombie gespielt, weil das mit dem Aim nicht so wichtig war. Nee. Mein Inventar ist voll. Jetzt gab es gerade vor kurzem ein Video,
wo irgendjemand alle fünf gegnerischen Spieler mit einem einzigen Schuss außer Gefecht gesetzt hat. Und das Spiel damit direkt gewonnen war. Das war Glück. So, das da rein, das da rein, das da geht nicht rein. Da geht auch nicht mehr rein. Da ist nichts so zu machen. Da ist auch nichts zu machen. Oh, oh, oh. Doch, Kies kommt da rein. War das Chaos oder hat er eine Atomrakete abgefeuert? Ich habe keine Ahnung, was das war. Es war einfach irgendein... Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung davon. Aber es soll wohl ziemlich... Also, man kann es sich ja vorstellen, weil fünf Leute durcheinander laufen, ist es schwierig, dass genau alle fünf in einer Reihe stehen und man genau in dem Moment quasi blind in den Nebel reingeschossen, eben diese alle fünf abgeschossen kriegt. Das ist... eher selten. Montag wird der Biomüll A, B geholt, aber die Tonnen standen heute schon draußen. Ja. War frühzeitig dran denken. Ich sollte wohl mal wieder ein bisschen Zeug einschmelzen, wa? Der Zombie muss wohl lustig hier, nämlich noch sehr gut an die Verfolgungsjagden durch die Minen von Moria. Oder ähnliche Karten. Ja, ich weiche ab und ab. Ab und an in random Themen aus. Immerhin. Ich habe heute früh alles weggebracht. Habe ich schon erwähnt, dass Ixion ein sehr schönes Spiel ist? Und gar nicht so schwer ist, wie alle behaupten? Ach verdammt, ich gehe nochmal schnell pennen. Moment. Oder auch nicht, Moment. Herrlich. Zu spät. Ja, ich hab's gemerkt. Doch. So. Haben wir hier doch einigermaßen eine Schlucht. Und eine Schlucht, die in der Schlucht ist. Aber das passt ja so erstmal im Kopf. Ich würde noch mal ein bisschen Kantenglättung betreiben und dann haben wir's. Einigermaßen noch einen sanften Anschluss dieser Schlucht an die Umgebung haben. Es gäbe dafür einige Sachen, die ich hier schon gemacht habe, richtig gute Tools durch World Edit oder so. Aber das ist ja wieder cheaten. Nee. Gerade bei großen Gebäuden, wo sich die Muster wiederholen, kannst du halt viel Copy-Paste machen und so. Das erspart einem eine Menge Arbeit. Die moderne Variante von Copy-Paste heißt übrigens Blaupausen. Nein, Buddy. Der Buddy ist weg. Wie tief geht das Wasser hier eigentlich? Oh, gar nicht so tief. 4-5 Blöcke. Irgendwie bin ich gerade leer. Das kenne ich nur zu gut. Sand. Ganz normaler Minecraft-Sand hier. Kein Underground-Biomes-Konstrukt-Sand. So wie der Kies hier. Abel-Kies. Dann entspann dich gut, Buddy. Und jetzt geht gleich voll die actiongeladene Musik wieder los.
tatsächlich nicht. Was? Wenn man gerade im Begriff ist, mehrere hunderttausend Euro für eine Wohnung ausgeben zu wollen, sollte man sich vielleicht nicht den Bilderswert zu einem 1500 Euro teuren Objektiv anschauen. Naja. Ich schaue gerade nach Preisen für neue Rechnerkomponenten, obwohl mein Rechner noch gar nicht so... Also zumindest die Grafikkarte noch nicht so alt ist. Sie hat nicht genug VRAM. Also technische Voraussetzungen für einen neuen Rechner gibt es schon. Aber ich habe ja noch gar nicht die Ausbildung beendet. Also sollte ich damit noch eigentlich gar nichts machen. Aber gucken kann man ja. Meinst, vom Muster der Tapete ist immerhin ein Makroobjektiv. Was? Ja, warum muss ja gute Fotos von der Wohnung machen? Das Deep Rock Galactic Soundtrack hat am Anfang ein bisschen was von Satisfactory. Ja, gucken schadet nicht. Nö. Meistens nicht. Bin überlegen, dass hier noch ein bisschen weiter... Also die Schlucht noch ein bisschen zu verbreitern, dass man ein bisschen mehr Platz hat. Weil theoretisch bräuchte ich hier nochmal so einen kleinen Vorplatz, bevor es dann tatsächlich in die... in bzw. an den Berg geht. Muss ich dafür nochmal eben dieses... Schwammding holen. Dass wir da das Wasser aus der Höhle rauskriegen. Warte. Warte mal kurz. Brauch mal kurz ein Werkzeug. Wo habe ich denn das hin? Hier gibt es zumindest so einen Schwamm. Aber eigentlich hatte ich auch noch so ein Werkzeug. So, ein Werkzeug hier, irgend. Los, nun. Ich dachte gerade schon. Wo habe ich denn das Werkzeugding hingelegt? Wenn es hier nicht drin ist, dann habe ich es wohl schon aufgebraucht, schrägstrich kaputt gemacht. Dann gib mir mal bitte einen einzelnen Stick. Wenn nicht viel. Nach dem Prinzip schauen wir uns morgen. Nach. Moment, was? Französische Tapete des Brosnan Macron. Objektiv. Nach dem Prinzip schauen wir uns morgen eine Wohnung an. 105 Quadratmeter, 9. Stock. 4,5 Zimmer und damit wahrscheinlich ein halbes Zimmer zu klein. Und ja, das wäre bitte so ausgesprochen, wie ich es geschrieben habe. Wie wo was? Nach dem Prinzip schauen wir uns morgen eine Wohnung an. 105 QM, 9. Stock, 4,5 Zimmer. Oder 4,5 Zimmer. Und damit wahrscheinlich ein halbes Zimmer zu klein. Was genau meinst du mit so aussprechen, wie es geschrieben, wie du es geschrieben hast? Prinzip. Ach so. Ja, mein Gott. Passiert. So. Schon ist das hier weg. Und jetzt brauche ich nochmal auf dieser Seite, auf der gegenüberliegenden Seite, auf dieser Höhe, auf der gegenüberliegenden Seite eine kleine Plattform. Natürlich habe ich nicht auf die Höhe geschaut. Dann kommt der Baum hier weg. Und der Baum kommt weg. Sauberschwamm. Es ist halt ein Schwamm, der saugt Wasser weg. Das ist so die Eigenschaft, die er hat. Hopp, Wasser weg.
Wasser weg. Weg, weg, weg. SpongeBob wäre neidisch. Und Sandy würde, glaube ich, dich öfter mal einladen. Ich dachte, das ist ein Archiv. Eine Prisip. Ach ja, je. Sag mal, habt ihr eigentlich noch Spiele, von denen ihr mal die Musik hier in der Playlist wünschen würdet? Ich bin ja immer auf der Suche nach guten Soundtracks. Wie beispielsweise Ixion, Chorus und Co. Wobei Chorus habe ich ja irgendwie schon ewig nicht mehr drin gehabt, ne? Suchen, Chorus. Oh! Kann sein, dass Chorus gar nicht in der Liste mehr drin ist. Warum nicht? Muss man eben einfügen. Ich habe es ja eigentlich schon geladen. Steam. Gott, ist das unter den Steam Apps? Music. Chorus. Ayres. 26 Tracks. Upp. Dann sind wir wieder 37 Stunden. Wiedergabeliste in Datei speichern. Playlist Stream XSPF. Ja, ist bereit vorhanden. Bitte überschreiben. Danke. Weil genau genommen sollte ich mir die vorher nochmal woanders entspeichern. Sekunde, ich muss die doch nochmal kurz rausnehmen. Dann die hier. Copy. Wo sind mein... Da rein. Kommt mein 761 Elemente umfassender... Oh Gott. So. Macht er das so komisch? Warum setzt er das so komisch rein? So, jetzt Wiedergabeliste in Datei speichern. Und dann hören wir gleich mal das Main-Theme an. Schlaffe Mittel, diese Mittelerde, dieses Tower Defense Game, oh ja. Piano Calypso, New Beginning OST. Schickt es mir am besten über Discord, ich kann mir die Namen nicht merken. So, dann lassen wir mal kurz umschalten. Wow, es gibt keine weiteren Metadaten als Main-Theme. Na gut. Ach stimmt, die waren nur bei den MP3s und nicht bei den Hi-Res Wave-Dateien, Wave-Format. War Chorus nicht sogar ein Spiel aus deutscher Entwickler-Schmiede-Studio? Warum klingt das jetzt wie Civilization? Der Schwamm ist aufgebraucht. Gut, ich sollte mich da wohl noch mal ein andermal drum kümmern. Und jetzt wird schon wieder dunkel. Chorus müsst ihr eigentlich auch noch mal im Stream spielen. Wollte ich auch schon mal machen, seit jemand mir das Spiel geschenkt hat. Aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, es zu spielen.
Ich finde es übrigens schon mal eine gute Voraussetzung für das, was ich hier bauen will. Dass wir hier Marmor als Grund haben. Weil ich so viel Blumenkappes im Inventar. Ein bisschen gespannt. Jo. Gleich mal gucken. Was habt ihr denn überhaupt reingeschmissen? Hoffmollen. Ja, also eine Runde. Nee. Die halt in eckig. Softmollen, nicht Softmollen. Aber die Dinger in eckig. Gibt's nicht mehr. Gibt nur einen Bestseller dann auch unten irgendwo und dann sind aber alles nur Runde. Gibt keine eckigen Deckenpaneele mehr. Warum nicht? 18 Produkte. Einfach nur unter Deckenleuchten. Gibt keine eckigen Deckenleuchten. Ich will aber eckige Deckenleuchten, weil ich einen eckigen Raum hab. So, was dann noch? Rogue Tower. Schmeißt du, sag doch einfach, dass du Album, kompletten OST. Nur das Tower Defense Game wegen dem Soundtrack, SOT, OST, oh, OST. Oh, hier habe ich wieder. Oh, die habe ich noch gar nicht hier. Dann lass mich mal hier alles an Pflanzen reinschmeißen, was ich irgendwie ist das nicht so viel. Ach, weil hier gar nicht die Sachen drin sind. Hier sind. Hier sind die Sachen drin. Zumindest ein paar davon. Ach, Ixion. Baumsetzlinge hier rein. Hier ist auch noch so ein bisschen Kappes drin. So ein bisschen was von allem. Alm. Hier schön. Achso, oh, die kann ich mir aber auf jeden Fall anschauen. Ja, ja, genau. Dankeschön. So als Playlist meine ich. Es ist nur die Frage, ob man den irgendwo kaufen kann, aber daran kann ich mich. Das kann ich mir irgendwann mal anschauen. Wo kann ich mal kurz meine Erde wegbringen? Vor allem, das ist ja wenigstens mal normale Erde und nicht die sandige Erde. Ich habe hier noch erstaunlich viel Platz, als ich. Also mehr als ich dachte. Ich schmeiße mal den ganzen Kappes rein. Es war erstmal durcheinander, aber sowas hier kann ich mal einsortieren. Erze kommen hier hinten rein. Und Saatgut. Da. Da rein. Holz hier rein. Und für Kohle habe ich allmählich irgendwie nicht mehr so viel Platz. Dass es hier keine Autofill-Option gibt? Ja, schon, wenn ich das über das Rezeptbuch machen würde. Das Rezeptbuch müsste ich es erst eingeben und so weiter. So. Hammer, passt. Und die Kohleblöcke können dann hier rein. Oh Mann, hier habe ich auch nicht mehr viel Platz.
Verkaufen gibt es das, zumindest für privat. Ja. Viel mehr mache ich hier eigentlich auch nicht. Aber ich will es zumindest gekauft haben. Lizenzen. Hui. Naja. Danke, aber ich meinte einen anderen. Ich wäre ja schon mal froh, wenn ich irgendwie hier Emotes kriegen könnte. Das Problem ist, mir fällt einfach kein passendes Theme ein, was man so für, also kein passendes Motiv, was man für die Emotes nutzen könnte. Die Lancer, ich weiß, also wie willst du da irgendwie so Yay-Emote oder so darstellen? Ach, da ist das Ding. Dann gehe ich doch mal die Lava wegpolieren. Ist immer instant weg, wenn man den benutzt bei Lava. Uff. Ich meine, ist nur fair, aber. Uff. Jetzt ist der Sinn, warum ich dieses Twitch-Musikzeug nutze. Ja. Ja. Aber da gibt es halt nicht so eine ruhige Musik wie jetzt gerade. Also nicht in der Art, wie ich sie gern akzeptabel finde zu hören. Ich meine, ich bin ja wenig, also weiß ja, ich nutze ja schon wenigstens keine. Also früher, ganz, ganz früher, Space Engineers Zeiten oder so, da hatte ich sogar noch einfach hier Corvus Corax oder so laufen über Spotify. Das hat sich immerhin sehr schnell verflüchtet, sonst wäre ich das schon längst los. Und das Ding ist, so Game OSTs werden ja auch veröffentlicht, also ganz ohne irgendwie mein Zutun. Von daher, naja, und da es hier auch keine kommerzielle Verwendung ist, naja, ich weiß, genau genommen ist das immer noch kein, was macht der hier denn, kein ja, naja. KI-generierte Musik gibt es leider noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht eines Tages. Und ich fürchte, mein Hammer ist gleich schon wieder kaputt. Wieso geht das nur so schnell? Das Schöne ist bei OST-Musik, also Soundtracks aus Spielen, da steht bei, in Farben von Let's Plays und Videos dürfen die Musiktitel benutzt werden. Von mehr ist da nicht die Rede. Trotzdem darf man nicht alles benutzen, deswegen ja auch mein Gag mit Schlacht um Mittelerde. In Beef, also gab es da irgendwas bei Schlacht um Mittelerde? Ich kenne das nicht so wirklich. Ich habe keine Ahnung von was, also wenn da irgendwas war. wo sind jetzt mein. Okay, ich verstehe. Er tauscht die Inventarplätze aus, wenn man die entsprechende Taste dazu drückt. Feuerstein und Kohle, ey. D.
Das ist der Herr der Ringe Film-Soundtrack. Da ist der Herr der Ringe Film-Soundtrack mit drin und das Spiel kam ja lange vor Twitch und Co. Deswegen keine entsprechende Klausel. Okay. Er hat eine Taste gedrückt. Ich drücke eine Menge Tasten im Verlauf eines Streams. Meistens sind es nur leider immer dieselben. Herr der Schlinge um den Streamer heißt. Ja. Nee, bitte, warte mal. Ich muss mal ganz kurz hier einmal durchfliegen und mir die ganzen Sachen schnappen. Immer schön her damit. Schön alles einsammeln. Ja, funktioniert auch einigermaßen. Das Problem ist, mein Hammer ist schon wieder kaputt. Ich muss schon wieder meinen Hammer reparieren gehen. Und der ist schon so weit gelevelt. Problem ist, das hilft bei der Haltbarkeit auch nur immer bedingt. Also Grandmaster. Da ist Smaragd und Diamant drauf. Das erhöht die Haltbarkeit. Und Hastiger ist da drauf. Aber viel mehr an Haltbarkeit kann ich da leider nicht draufpacken. Na gut, dann wollen wir das eben auch mal eben wegbringen. Wow, wie wo, wow, was, wow, warum, wow. Nein! Fein, hätte ich das mit dem Hammer abgebaut. ach, hier ist ja auch noch Kohle drin. gib mir mal zwei Kohleblöcke, ich mach das mal wieder dann. Nein! Es funktioniert. So. 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 Ich höre mir das Tower Wars von Buddy an und direkt beim ersten Lied muss ich an Disneys POTC-Team denken. Disneys POTC. Ach, Pirates of the Caribbean. Ich bin, das hat ein bisschen gedauert. Ich höre mal ganz kurz rein. Bei dem ersten, was Buddy reingeschmissen hat. Newbie Gronkos. ne, Tower Wars da, das da. Ja, okay. Ich verstehe. Das legt sich schnell, aber der Anfang ist schon sehr nah. Ja, ja. So, ich habe jetzt noch Schlafzeit. Disney Pot, bester Pot. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht, dass Warpus bei dir nicht weiterläuft, Ordi. Ich hatte den anderen Stream sogar noch extra nachgesehen. Was ich bisher auch seltener geschafft habe als gedacht. Es wurde abgestimmt und wurde halt überstimmt. Ist halt, naja. Kommt halt später, hoffe ich. Es kommt doch später, oder? Zankalorum verlässt mich auch noch. Oh mein Gott. Ich werde hier voll alleine gelassen. Wo
Wobei ich das ein bisschen nachvollziehen kann. Oh, ich wollte vielleicht nach Torchlight. Bitte nicht nach Torchlight, aber bis wir da ankommen, das dauert ja noch 30 Jahre. oder Star Trek machen stattdessen. Ein Star Trek? Aber erst muss ich wieder Energie finden, um öfter als einmal die Woche zu streamen. Yeah. Ich sollte mir eigentlich auch mal wieder einen Tag frei die Woche einbauen, aber... Das Problem ist, ich habe irgendwie auch schon wieder vergessen, dass in den Wochenrhythmus ja eigentlich auch noch Kingdom Hearts reinkommt. Das heißt... Wir haben derzeit 7 parallel laufende Spiele. Das ist heftig. Energie. Ich hätte sogar 2 Tage frei, aber dann ist das zu wenig. Evo, was? Wie meinst du das? Dann ist das zu wenig. Ich hatte 2 Tage geplant, die ich nicht streame pro Woche. Also, aber dann reicht das nicht. Sie möchte, dass ich generell weniger streame. Ja. Das könnt nur ihr ausmachen. Und ich lasse eh schon immer ausfallen, wenn es nicht geht. Dann stream nur 2 Tage die Woche. Ja, nun. Das müsst ihr klären. Plöpp, 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 plöpp. Ich finde das Plöppen nett. Ich habe jetzt Montag, Mittwoch und Montag, Mittwoch, Freitag und ab und zu samstags vorgeschlagen. War noch nicht genug. Ja. Wie oft kann sie denn ihren Hobbys nachgehen? So mal doof gefragt. Nur mal als so vergleichswert. Hier will ich hin. Der Kobbel kreiselt episch zu mir. So, hier bin ich jetzt erstmal auf der Ebene wie drüben. Das ist schon mal gut. Ich würde nur noch mal den sandige Erde hier ausbringen. Auf beiden Seiten ungefähr gleich sind. Nimm einen Stack in die Hand und Shift-Klick auf den Rest des gleichen Typs, dann geht alles auf einmal von einem Typ in die Kiste. Ein Stack in die Hand nehmen. Also ich kann eigentlich das hier
Aber da macht er gleich alles rüber. Will ich gar nicht. Ich will nur einen. Dann hier so macht er auch nur alles einzeln. Shift klicken. Ja, okay, mit Doppelklick halt. Aber Doppelklick zählt halt. Ja, nicht ganz allgemein. Ja, okay, muss man irgendwie beobachten. Das ist ja, sie macht abends keine Hobbys. Ich würde es ihr gönnen, aber sie baut aktuell nicht. Und schreibt nun mal samstags mit einer Freundin. Ihr kennt sie von den Samstagsrunden. An deren RPG weiter. Ja, okay. Ja, bei dir alles gut ist ja schon richtig über Shift plus Doppelklick, so rum. Ja. Da bin ich halt absolut, also ich, wie dazu sagen, kann ich nicht. Sag ihr halt, sie soll sich ausruhen nach dem. Ich mache den Streams halt nochmal Küche und räume ein bisschen die Wohnung auf. Und sag ihr halt, sie soll sich ausruhen nach dem Arbeitstag. Sprich, Fernsehen, Lesen, Bauen. Ich habe da irgendwie das Gefühl, da soll noch ein Aber kommen. Ach, hier ist irgendwo ein unsichtbarer Block. Dass sie aktuell darauf besteht, die Kleine ins Bett zu bringen, was eigentlich meine Aufgabe war, macht es nicht besser. Ich darf nämlich jetzt keinen Lärm machen, bis die Kleine schläft. Also nicht aufräumen. Stream darf aber auch nicht aktuell. Nee. Ja, okay. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei, das zu lösen. Ich kann halt echt nicht viel dazu sagen. Also, zur Beziehung braucht man mich wirklich nicht fragen. Von daher, tja. Anstatt lösen, habe ich löten verstanden. Patti, du verstehst auch immer nur das, was du willst. Weil sie sagt, sie kann nicht entspannen, weil die Wohnung unordentlich ist. Oh Wunder, eine zu kleine Wohnung, in der rein ein Kind spielt, ist unordentlich. Ja, nun, ja. Okay, ich verstehe das Dilemma. Autsch. Ja, muss ich. Ich muss mal gucken.
Ich habe nur verstanden, du brauchst Hilfe bei einer Beziehung. Ich nicht. Ist hier schon wieder Flüssigkeit im Berg. Mensch, Leute. Ach, herrje. Aber ich mag, wie es hier mit den Shadern leuchtet. Das finde ich sehr, sehr heimelig. Sieht einfach super angenehm aus. Ich würde so viel einfach wegschmeißen, aber es ist halt nicht so einfach. Vieles, was weg muss, sind Bücher. Hat jemand Interesse an einer halben Bibliothek? Gerade nicht. Bücher. Ehrlich, die einzigen Bücher, die ich so lese, sind Sachbücher meistens. Also Tabellenbücher. Ich glaube, das zählt nicht so ganz, oder? Was anderes lese ich so meistens alles dann nur am Rechner, wenn ich irgendwas so. Das sind ja meistens irgendwelche Recherchen oder so. Die gehen dann halt auch über 30 DIN A4 Seiten nach unten, so die man runterscrollt. Vor allem seit die ganzen Webseiten nur noch auf Handyperspektive geschaltet sind und alles nur noch in so einem Format auf so einem Monitor angezeigt wird. Wohlgemerkt, das funktioniert hier jetzt auch, weil ich ja jetzt die 16:9 von der Kamera vernünftig nutzen kann. Aber das geht mir so auf den Sack. Mach doch die Webseiten wieder vernünftig in Breitbild. Dass man auch Bilder da vernimmt. Ich will euch nur mal ein Beispiel geben, ja. Weil mir das da besonders auffällt. So was hier zum Beispiel. So eine Website. Gut, die Bilder sind jetzt mal hochkant, aber hier, warum ist der Text da so in der Mitte? Mach den doch von links nach rechts. Ich könnte den ja auch so von links nach rechts machen, aber dann habe ich auch nicht mehr Text auf dem Bild. Warum ist das so schwer? Stattdessen scrollt man hier rauf und runter und rauf und runter. Wo hatten wir denn letztes Mal so einen größeren Beitrag? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wo wir es mit Chaos gestern hatten. Wir exportieren Strom nach Frankreich. Ja, in der Tat. In der Tat. Rüber gefotoshoppt. Ja, okay. Irgendwie hatten die auch schon mal größere Recherchen, wo das dann vernünftig, ne, aber da scrollst du dich dumm und dämlich. Das ist es. Ich lese halt nur noch am PC, Handy, egal was. Und als Deko finde ich eine Menge Zeug schöner als Bücher. Ja, schon. Und was sagt denn zu den Büchern? Also ich meine, sind es doof gesagt ihre, also komm, hat sie die mitgebracht oder sind das deine oder so schlecht deine, ist ein sehr gemeines Inventar, aber was hindert euch, die loszuwerden, zu versuchen, zu verkaufen? Zur Not stellt sie einfach irgendwo in so einen Bücherschrank, die gibt es manchmal auch in einigen Städten verteilt.
Da kann man sowas auch unterbringen. Dann haben sie wenigstens noch einen Mehrwert für andere. Gibt zwar nichts dafür, aber ihr habt zumindest wieder ein bisschen Ordnung in der Küche. Küche, im Wohnung. Bücherschrank war die Idee. Das Problem ist, die sind immer voll. ME-System für dich und die Bücher bauen, ja. Ja. Bei den meisten Schränken hier stehen seit Jahren dieselben 500 Bücher drin, die keiner lesen will. Oh je. Ja, okay. Hilft dann natürlich auch nur bedingt. Wenn noch ein Dirke Weltatlas anbieten. Jeder zur Grundschule haben musste. Einfach zur Bibliothek bringen oder bei so Lesestationen abliefern? Ja. Ist ja wieder Wasser drin. Du brauchst ja nicht abklappern, erstmal anmailen reicht ja schon. Nee, jetzt kann ich hier wegen der ganzen Flüssigkeit nicht vernünftig terraformen, ist doch doof. Brauchen wir von den Schwämmen. Na scharf, das hast du dir nicht so schnell kommen sehen. Hier nicht so schnell kommen sehen. Du weißt schon, was ich meine. Ja, wirklich, ich gebe dem Schaf mal eine Möglichkeit, da runterzukommen, ja. Und danke für den Artikel. Hm? Welchen Artikel? Habe ich nur noch nicht gemacht, also. Ihr Schafe. Was? Was für ein Artikel? Wow. Bleibt treu euren Glauben auch im Schafe. Weil die spammen im Discord rum. Ach so. Na, was spammt der denn so? Da steht. Also. Ah, okay. Ja, gut. Das hatte mir dann auch gerade zuteil werden lassen. Eigentlich sollte man immer von oben nach unten graben. Wenn ich jetzt versuche, oben das wegzugraben, das könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden.
Wie ich bereits sagte. die Moderation hat durchgegriffen. Was? Der heutige Nicht-Sponsor des Streams und Ruhe. Imo-Thread des GSPB. Was? War jemand seit Tagen nur noch am Stänkern und Heizen, Hetzen? Ist das echt genervt? Also. Mein Inventar ist schon wieder voll. Und hier ist das Wasser drüber. Aber zumindest habe ich hier jetzt wieder alles auf einer Reihe. Das freut mich sehr. Am Heizen. Bei den Preisen. Im Heizen auch so viel heiße Luft, wie er produziert hat. Oh je. Warum ist es im Router immer noch so warm? Ich habe schon 12 Ports geöffnet zum Lüften. Oh je. Wir haben heute aber auch nochmal das Thema Subnetting wiederholt bei in der Ausbildungswerkstatt, weil ist halt auch so ein bisschen prüfungsrelevant. Ich hab's geahnt, der Stack ist runtergefallen. Okay, das passt. Eine mit. Erde. Ach, das ist voller Koppel, Marble. Marble-Koppel. Na, ihr wisst schon. Warum geschieht nichts weiter? Ich fürchte, da ist wieder Eis oder ja, das hier, das. Ne, davon ist noch was da. Auf der anderen Seite beim Eis. Ist auch noch da. Warum geht's hier nicht weiter? Humidifier. Kommen wir doch hier hinten. Nehmen die mal raus und pack die mal hier hin. Nur der hier funktioniert nicht. Ups. Habe ich jetzt hier noch drin? Ich glaube, hier hatte ich noch. Na, guck mal, damit kann ich gleich mal wieder ein bisschen auffüllen gehen. Allergien bringen mich in letzter Zeit auch um. Habe ich schon erwähnt, dass es furchtbar nervig ist, wenn man kein Koffein mehr verträgt. Ich will Kaffee trinken. Oder Energy. Oder Fritz Cola. Irgendwas. Stattdessen hänge ich hier seit Tagen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Gesundheit auch von Nitschi. Okay. Danke. Okay, ich habe so langsam wirklich keinen Platz mehr für Kohle in diesem Lager. Sollte zumindest vielleicht das mal da rausholen.
Was war das da unten rechts? Ach, Block of Charcoal. Ich habe sogar schon Holzkohle hier in Massen. Der hat dich leise gemacht. Echt schon. Spiel TFT mit Spinner. Ah. Viel Spaß. Sag mal laut Danke. Danke. Oh Gott. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen erschreckt. Ach, ich bin auch doof. Ich bin mir schon wieder viel zu schnell. Doch noch mitten in der Nacht. Wisst ihr, was doof ist? Ich, ja. Ende muss schlau sein, weil du hast Prüfung. Ja. Ich werde mich wohl gleich verabschieden, weil. Schaut mal auf die Uhr. Es ist schon wieder fast 22 Uhr. Und für die 5 Minuten fliege ich jetzt nicht wieder darüber. Lass stattdessen mal was schön zum Entspannen hier laufen. Ich habe hier einen wunderbaren kleinen Posten. Da kann ich die Musik laut machen. Also die Geräusche. Also die hier wird jetzt mal leise. Was ist das hier? Nee, nicht wirklich. Und dann würde ich mich mal so verabschieden und lass das hier einfach mal so laufen. Bis mit dem Blick darüber. Da haben wir jetzt ja was Neues gebaut. Hört man das hier laut genug? Das Blubbern vom Wasser? Warte mal. Ich mach mal so den. Ich kann hier nicht mehr raus. Moment. Das Blubbern klingt wie ein Wasserfall. Ja, ja. Also es gibt einmal ein relativ hohes Rauschen an der Stelle und da gibt es ein relativ tiefes, naja, kleines Flüsschen Blubbern. So, so, so. Musik raus. Guten Abend. Okay, das Huhn nervt gerade. Mal dieses Klicken leiser. Warum ist das Klicken so laut? Thank you.
Wow, das war unangenehm. Danny Mantu flauscht. Hallo, Dankeschön. Und gute Nacht. Und ich habe keine Ahnung, warum der das immer noch doppelt anzeigt. Was ist denn das für ein Geräusch? Ich hier gerade einen UFO überall hinweg. Aber Dankeschön, die Mantu. Und gutes Nächtle.
ob ich mal kurz raustappen kann. Nee, leider nicht. Na gut. Dann mache ich jetzt noch eine Kleinigkeit an. Aber dann mache ich auch gleich Schluss. Sekunde, gib mir einen Moment. Oh. In der Tat, gute Nacht. Ich mach da mal auch Ende. Ich dachte, ich fand es ganz, ganz kurz lustig, mal in Skyrim-Musik einzufügen. Mein Charakter hat Hunger. Ja. Oh je, das wird laut. Oder auch nicht.
Ach, na gut, das wird nichts mehr. Gute Nacht, schlaf gut und bis morgen zu Beat Saber.